Hallo und toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt's mal meine Labello-Sammlung. Ist schon einiges und deswegen rede ich nicht viel und wir beginnen einfach mal. So, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal links. Und da sind hier zwei Lipglosse. Und zwar ist der eine so pinklich glitzerhaft. Und den weiß ich gar nicht mehr, wo ich den gekauft habe. Aber den benutze ich eigentlich auch nicht mehr so oft. Und ja, der gefällt mir eigentlich sehr. Und der andere ist ein braun-Goldton. Und der ist von Essence. Und auf jeden Fall, ich mag die Lipglosse sehr. Das sind eigentlich meine einzigsten Lipglosse. Ich gebe es zu. Und ja, dann sehen wir hier mal meine Eosse. Und ein anderes, aber dazu kommen wir gleich. Und zwar habe ich zwei Eosse. Einmal Blaubeere. Und einmal Summerfruit. Und ja, ich glaube, ihr kennt die Sorten eh. Und dann zu dem, und zwar ist es ein Lip Balm. So soll er anscheinend sein. Und ich dachte am Anfang, dass es so ist wie ein Eos, aber wenn man den öffnet, sieht er so aus. Der ist flach, man muss so mit dem Finger da drauf und dann kriegt man die ganzen Labellos raus. Dann meine Balea Lipsticks. Einmal habe ich hier einen Balea Intensiv. Der pflegt mega gut, den kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist irgend so ein bestimmtes Öl oder so drin. Und das sieht so aus. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Dann das andere ist wieder von Balea und zwar die Golden Lips. Und das sieht so aus. Der ist so rötlich glitzerhaft. Und den mag ich auch mega, 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 weil er einfach so schön auf den Lippen glänzt und man den nicht sieht. Also man sieht den jetzt nicht so stark. Und dann mein Balea Nude Kiss. Den habe ich jetzt schon in einigen Videos von mir gezeigt. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr kennt den schon gut. Der sieht so aus ungefähr und ich mag ihn sehr. Dann machen wir mit meinen Labellos weiter. Und zwar habe ich hier erstmal Labello Soft Rose. Den mag ich sehr, weil er pflegt mega gut und eigentlich liebe ich meine ganzen Labellos. Und der hat so einen rosa Ton. Und er riecht auch sehr schön so nach Rose. Dann der andere, das ist ein Labello Fruchtschein Jerry. Ich mag den eigentlich sehr, der riecht auch schön nach Kirsche und die Farbe, der gibt auch einige Farbe ab. So sieht der in etwa aus und er gibt wirklich viel Farbe ab. Dann hab ich hier zwei Labellos, die ich von einem Spiel bei einer SSB-Fabrik da gewonnen habe. Und zwar sind es so TÜV-Labellos und die sind eigentlich sehr pflegend, was ich nicht gedacht hätte. Die sind einfach weiß und die hatte ich halt da gewonnen. Dann habe ich ein Labello von P2 und sorry, dass ich jetzt meinen Daumen drauf halte, aber das spiegelt und ich will nicht, dass ihr mich seht. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und auf jeden Fall, das ist die Farbe 80 Tell Me Away. Und ich finde die Farbe eigentlich sehr schön. Sie glitzert schön, ist schön schlicht und man erkennt das nicht so sehr. Und ich mag diesen Lipgloss eigentlich sehr. Dann haben wir hier drei fremde Marken. Und zwar habe ich hier, ich stelle es mal hin, habe ich hier einmal einen Prinzessin-Sternzauber von DM. Der ist eigentlich, benutze ich eigentlich nicht so oft, aber er ist schon kaputt und ja, also ich habe wirklich nicht mehr viel. So viel ungefähr noch. Und ich kriege den wieder nicht zu. Auf jeden Fall, ich finde den aber auch sehr pflegend. Die von DM sind allgemein sehr pflegend. Dann habe ich hier einen Lip Balm Strawberry, auch von DM, aber ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr und er pflegt sehr. Dann, ja, ihr habt es richtig gelesen, ich habe einen Philly-Lippenstift und auf jeden Fall, es ist mir sehr peinlich, aber ich sage jetzt wirklich ehrlich, meine ganzen Lippen sei Balsame und ich tue jetzt nicht lügen oder so, das ist wirklich meine Lippenstift, aber der ist eigentlich kaputt, weil man den nicht mehr rauskriegt. Der ist so pink und ist eigentlich da auch schon verstopft. Aber ja, das sind die drei Unbekannten. Also von fremden Marken, die ich jetzt nicht alle einzeln sagen wollte. Aber ja, egal. So, und dann machen wir weiter mit meinen nächsten vier Labellos. Und zwar sind es die von Claire's.
Ich mag sie sehr. Also der erste, das sind eigentlich nur Duftlippenstifte. Die haben so um die 2 € vielleicht gekostet. Der erste ist Watermelon. Watermelon und ist so rötlich. Der andere ist Bubblegum und ist blau. Der hat mich sehr angesprochen. Der andere ist Strawberry. Ja, die Mine habe ich ein bisschen abgeschnitten gehabt, gebe ich zu. Und das letzte und das beste ist Zuckerwatte. So rosalich-tönig. So, das war's eigentlich mit meiner Labello-Sammlung. Aber ihr seht sie hier jetzt nochmal in einem richtig schnellen Durchlauf. Und vorab, ich wollte nur sagen, es tut mir leid, wenn jetzt gerade keine so viele Videos kommen. Denn wir haben Probleme mit unserem WLAN zu Hause. Und deswegen kommen wahrscheinlich jetzt nur noch Freitag- und Samstag-Videos online. Wenn dann, aber dann schon so ein, zwei Videos. Ich versuche wirklich mein Bestes und es tut mir wirklich so, so leid. Aber wenn das Video dir gefallen hat, gib mir noch einen Daumen nach oben oder ein Abo, würde mich natürlich auch freuen. Und dann würde ich sagen, seht ihr das jetzt im Schnelldurchlauf und bis zum nächsten Mal.